Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls Arch Thrones, der Demo zur Mod. Ja, so sage ich das jetzt am besten immer. Von Dark Souls 3. Also denn, machen wir hier weiter. Jetzt sind wir hier bei der Kathedrale des Abgrunds, kennt man, ist wohl bekannt aus Dark Souls 3, dieses Level hier. Hier haben wir schon einiges erforscht, eine Rüstung gefunden und ja, haben uns mit diversen Gegnern hier umhergeschlagen. Rumgeschlagen, so sagt man das. Mit diesen hier allen voran natürlich den allseits beliebten Hündchen, die einem das Leben schwer machen. Und leider rennen hier auch diese Kübeltypen rum, dem Riesenkübel und die Hexen noch dazu. Die Hexen sind ja gar nicht mal so abwegig. Ich glaube, die gab es hier auch in Dark Souls 3 an der einen oder anderen Stelle. Aber nicht so inflationär oft. Und weg hier erstmal hoch. Oh Gott, da war ja noch einer. Ja, stimmt. Denn jetzt bin ich... Oh Gott, ja. Durch die Stichwaffe kann man immer noch nach vorne. Ne? Mit dem Breitschwert wäre das hier besser. Oder eben auch dem Stachelschwert, was wir natürlich haben, aber das kann ich leider nicht weiter hochrüsten. Also wenigstens auf Stufe 3 möchte ich das bekommen. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Titanitscherben. Ja, noch zwei. Naja, das müsste ja machbar sein. Dann werde ich das nutzen. Ja, vorher brauche ich noch ein paar Punkte in Stärke, damit ich die auch einhändig führen kann. Oh ja, eigentlich wollte ich... Wir sind schnell mit den riesen Steinkübeln, ey. Ja, ihr seht es ja, die haben so viel, halten die aus, die Typen. Das ist unwahrscheinlich. Und irgendwie kriege ich hier meine Tränke nicht wieder. Und die droppen auch nichts. Ah, jetzt hat die Orientierung eingebüßt. Wo muss ich hier weitermachen? Secret ahead, genau, das haben wir schon. Ich habe hier die Orientierung verloren. Hier geht's weiter, ja doch, da war mal richtig. Oh, da ist der Typ mit der Säge. Ach ja. Da ist das Monster, das ist natürlich ganz cool. Aber das verschwindet, okay. Ah, das kennen wir auch. Diesen Überraschungseffekt aus Dark Souls 3, ne? Allem voran. Hm. Ich denke mal, ich bin schon gesprungen, aber nee. Ich habe hier irgendwie so eine ganz schöne Latenz drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht ja richtig Schaden. Oh, ich wollte ja eigentlich noch leveln, ne? Wie war das? Puh, das war gut. Yay. Und da kamen wir ja erst auch nicht weiter, ne? Vielleicht ist ja hier ein Leuchtfeuer noch in der Nähe irgendwo. Hier war, glaube ich, nichts mehr, ne? Doch, da unten ist noch was, hä? Ist das auch hier? Hier drauf noch? Ne, da müssen wir runter. Oh, ey, jetzt reicht's mir wieder. Vielleicht ist da ein Leuchtfeuer, das würde sich auch anbieten, ne? Oh, ne. Nö, nö. Ne, hier ist auch nur... Der ist ein Schild. Hier ist, glaube ich, in Dark Souls 3 auch ein Schild. Ach, hier kommt man, hä? Ah, jetzt haben wir die Leiter. Ach so, die musste man erst nach unten hauen. Ich verstehe. Na gut, dann werde ich erstmal mich wieder ans Feuer begeben. Jetzt sehr weit runter, ja. Genau, ich wusste doch, man konnte auch hier hochklettern irgendwie. Ja, dem gehe ich erstmal aus dem Weg hier, dem Segen. Denn nichts wie durchs Fenster, ja. Folgen die einem? Na, ist nicht so schlimm. Ah ne, jetzt kann ich es nicht benutzen, okay. Beim letzten Mal, da konnte ich trotz Gegnern das Leuchtfeuer benutzen. Diesmal ging es nicht, also vielleicht haben sie es da noch nicht. Keine Ahnung.
integriert gehabt. Nexus, ja, gehen wir erstmal zum Nexus. Ich muss ja sowieso dahin. Um aufleveln zu können, ne? Dann kommen wir um den Nexus nicht drum herum. Also ist so ein bisschen wie in Demon's Souls. Der Name Nexus ist Programm. Okay, na denn. Helf uns bitte. Level up, ja. So, was brauche ich? Ja, was war das? Strength, ne? Gut. Leveln wir erstmal ab in Strength und das erhöht ja gleichzeitig auch unsere Widerstandsfähigkeit und Blasitzkicks. Das macht ohne Menge aus, das soll man ja nicht unterschätzen. Gut, Achso. Wo waren das jetzt hier, wo wir hin mussten? War das hier? Ne, das war hier, glaube ich. Ja. Das ist die Gegend, der wir gewachsen sein sollten eigentlich. Weil es halt relativ machbar. Also es ist trotzdem knüppelhart, keine Frage. Aber ist noch irgendwo machbar. Aber Upgrade-Materialien sind hier rar. Und leider auch die untoten Knochensplitter. Die sind noch rarer. Ich glaube im regulären Dark Souls 3 hätten wir jetzt schon welche mehrere gehabt inzwischen. Kann man hier lang irgendwie? Ja. Ah, das habe ich da von oben gesehen, ne? Ja, glaube ich, nee. Nee, doch nicht. Ich glaube nicht. Oder doch? Doch, könnte sein, ne? Dass ich das gesehen habe. Das Item. Sah so aus. Nachher wieder. Das ist mehr ein Schockeffekt eigentlich. Als eine reale Gefahr. Schade, dass man nicht backstabben kann. Ey. Oh Gott, ey. Sehr schön. Oh. Hat er uns gesehen. Wo kommt er denn jetzt her? Oh. Unschön. Liegt hier hinter vielleicht noch ein Item, ne? So, wie sieht's aus mit dem Kirk's Word? Jo, wir können es einhändig führen. Oh ja, das auf Stufe 3 wäre nett. Dann droppt aber wissen wir was, aber nee, die droppen nichts. Kannst du vergessen, ja. Kannst du echt nicht, ja, das war das Item. Jetzt haben wir hier alle Items, glaube ich, ne? Soweit. War hier durch, okay. Ah, dann können wir hier erstmal oben weitermachen. Gorgeous, was? Ausblick, was? Viewhead, ja. Das stimmt, das muss einem, glaube ich, auch nicht gesagt werden, das sieht man ja. Grafisch ist es immer noch hübsch, also. Oh Gott. Ja, also die von der Schlagabfolge her gefällt mir die Waffe besser, von den Angriffspattern, ne? Da ist das echt nett. Auch wenn es nicht sonderlich lang ist. Was ist denn hier? Was macht ihr? Ach, ihr seid es. Denn irgendwie wirken die so, als hätten die keine richtige Substanz. Aber coole Gegner hier, die passen ganz gut hin. Also auch zu diesem Ambiente hier. Kann man das öffnen? Nee. Diesem nächtlichen, ne? Also sind unheimlich. Passend zu einem Friedhof. Was ist da? Ist da was hinter? Nee. Treasure, ne? Ja, Treasure nehmen wir gerne mit. Naja, wie man es nennt. Rote Murmeln halt. Backkacke. Insektenkacke. Nichts anderes als diese Murmeln, ne? Okay. Der hat sich wieder ein Wohlgefallen aufgelöst. Ist er wieder ein Bogenschütze oder so? Ist ein Armbrustschütze? Der war ja ziemlich lästig in Dark Souls 3. An der Stelle. Nee, die werden sich ja andere Überraschungen überlegt haben, glaube ich. Da kraucht irgendwo was.
Ich höre da was krauchen, aber fragt mich mal wo. Da. Da. Ha. Oh Scheiße. Ah. Ja, andere Überraschung, ne? Wie war das? Den haben sie echt clever platziert. Jetzt will ich aber einfach mal durchrennen bis dahin. Ja, in Dark Souls 3 kam ja auch ewig kein Leuchtfeuer, soweit ich mich entsinnen kann. Da war hier eins und dann ewig keins, ja. Also insofern, dann sollte man das hier einfacher haben, ne? Jo, deswegen immer ein bisschen zuvor gekommen. Moment, hier konnte ich doch gleich an den Rand gehen. Ja, hier am Rand lang laufen. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ne, ist keine gute Idee, weil hier geht's eh nicht weiter. Gut, dann muss ich hier erstmal lang. Ein Stück, zumindest. Immer rechts halten möglichst hier. Ne. Hier ging's aber weiter, ah ja. Genau, hier war das Item. So, unlängst noch gelootet hatten. Ja, machen wir mal weiter, ne? Eieiei, bis wir da reinkommen, war das war auch so ein Akt hier. Das wird so ähnlich sein wie. Au! Das Ding hat leider Substanz. Ah, ja, wie gesagt, ich wollte ja hier versuchen durchzujumpen. Irgendwie. Ich hoffe mal, die verlieren irgendwann die Aggro. Ah, er hat mal was gedroppt. Aua. Ah, die droppen diese Dunkelsteine. Hübsch. Oder so. Ah ja, der killt sich quasi selbst dadurch. So, okay, das war ganz gut, glaube ich. Der ist da. Jetzt sägt er erstmal, wo der hockt. Aua. Wieder ein Ideechen zu langsam. Oh Gott, das klingt gar nicht gut. Oh je. Das klingt echt... Ah! Gruselig. Was ist denn hier? Kann man hier nicht irgendwie hoch? Wie war denn das? Ich glaube an anderer Stelle. Achtung, bevor die wieder irgendwas auf einen schießen. Ah, die Schnelligkeit ist geil von der Waffe. Das ist schon, ja, so ähnlich wie das Breitschwert. Broadsword. Das Brotschwert. Oh, da ist ein Speer dabei. Oh. Murky Moose. Oh Gott, das ist einer mit dem Schwert. Oh nee. Ein Magier noch dazu? Oh, das ist eine tödliche Kombo. So schön schnell, ja, das ist doch. Also Kirks, Waffe ist mir ganz lieb hier. Kommt da mal mehr von denen oder waren hier von Anfang an so viele? Sehr schön. Oh Gott, ey, guckt euch das an. Pursuer. Dunkel Pursuer. Ah, der Ring ist hier doch ganz nützlich. Jetzt kommen bestimmt mehrere gleich hoch. Ah, meine große Seelenbatterie. Ich glaube, ich kann hier bald wieder aufsteigen. Wenn es so weitergeht. Oh Gott, diese Geräuschkulisse. Unheimlich. So, konnte man hier irgendwo reingehen? War hier noch so eine Nische irgendwo? Nee. Gott, lange her, dass ich Dark Souls 3 so lang am Stück gespielt hätte. Um nochmal alles zu sehen. Oh, da bist du. Oh nee, wieder so ein Magier. Puh, der wollte irgendwie explodieren, kann das sein? Ist nicht, ist nicht. Neu, hier sind so viele gestorben, das muss einen Sinn haben. Okay. Keine Ausdauer mehr. Oh fuck. Ich hab's doch gedacht. Gewusst. Joa. Zum Glück machen die ja ziemlich wenig Schaden, die Dunkelmagie, ey.
man weiß, sie kann sehr mächtig sein. Also zumindest in Dark Souls 1 ist sie sehr mächtig. Danach habe ich sie nicht mehr ausprobiert. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich da raufspringen? Sieht so aus, ne? Also man kommt wohl dahin. Kann man da einfach weitergehen? Nee. Da ging es nicht weiter. Na gut, ich könnte da runter mich fallen lassen. Aber hier ging es nicht weiter. Nee, nee, da muss ich wirklich darüber hüpfen. Da traue ich mir nicht zu. Mit meinen Hüpfskills nicht vorhanden. Na, wo hängt hier einer oben? Ja, irgendwas. Was Fliegendes. Seltsame Geräusche. Ich kann die nicht richtig einordnen. Hier war eine Hexe eigentlich. Oh, jetzt sind hier... Ach, ihr macht hier diesen Lärm. Oh, die sind schlimm. Oh Gott. Also ich kenne die nur in größer. In sehr viel größer. Droppen auch nichts. Aha. Eine rostige Münze haben sie beschützt. Yay. Und selber haben sie auch nichts getroppt. Ah, die haben diese Geräusche gemacht die ganze Zeit? Okay. Praise the Sun, ja. Praise the Moon, würde ich hier eher sagen. Jo, weiß ich nicht, ob ich darauf springen soll, kann. Wie konnte man hier nochmal springen in diesem Spiel? Oh Gott, ey. Hat mit Springen eigentlich nichts zu tun. Oh Gott, ja, gerade so geschafft. Uiuiui. Cool. Oh je, wer bist denn du? Okay, noch was. Schleichen. Na komm erstmal. Oh oh, hier ruft er. Ah, ist noch ein Item. Soul Mine. Ah, was haben wir denn da Schönes? Auf dem Dach ist da was Hübsches. Da kommt man erst später hin, ne? Da oben hin. Ja, hier muss auch noch irgendwas sein. Oh oh. Klingt bescheiden. Da ist was. Gut. Okay, der jagt sich ja selber hoch. Ey, den schneller als gedacht. Und lockt die erstmal an. Die sind so schwer auszumachen. Ah, keine Ausdauer mehr. Danach wird wieder ein Ausdauer investiert. Kann ich ja bald, wenn es so weitergeht hier. Ja, das ist eigentlich die wahre Schwierigkeit. Au, oh, dass man diese schwer ausmachen kann auf dem Boden. Okay, nur irgendwelche Seelenbatterien. Alles nicht so geil. Ah. Ich glaube, die Waffe konnte man jetzt nicht weiter durchwirken oder so, wa? Kirks Waffe? Weil die ja schon eine spezielle Fähigkeit hat, also. Den Blutungsschaden halt, ne? Oh, hier ist jetzt zu. Oder? Kann man das jetzt öffnen? Try door. Wir probieren die Tür. Hier ist auch noch eine Tür. Das wäre ein Gag gewesen, wenn es die daneben gewesen wäre. Ah, es geht auf. Okay, vielleicht kommt hier jetzt schon ein Boss, ey. Oh Gott, das wird ja. Ich meine, es sieht verdammt danach aus. Hatten wir doch schon mal, ne? So eine ähnliche Szene. Tür geöffnet und kein Weg mehr zurück. Oh, oh nee, der wieder. Oh nee, der ist lästig und anstrengend. Was sagst du zu Feuer? Findet er nicht so geil. Aber jetzt auch nicht. Naja, gut. Es hilft ein bisschen. Schnell. Boah, ist ganz gut. Das war's.
Gut, zweihändig wieder. Ja, war ein bisschen cheesy, aber ja. Ist okay, denke ich. Wir nutzen ja nur die halbgaren Mittel, die uns hier zur Verfügung stehen. Wenn es auch nicht viele sind. If only I had thrown. Ja, boah, da könnte man sich das hier ganz gemütlich machen. Sehe ich auch so. Derjenige hatte Geschmack, der das geschrieben hat. Hat einen Sinn vielleicht auch für Romantik. Weiß ich nicht, hier steht noch mehr. Huh, it's a eye. Ah, Moon. Haha, Saurons Auge, wa? Keine Ahnung. Praise the Moon, ja. Der hat meine Idee auch gehabt. Machen wir so. Die dieselbe Idee gehabt. So, okay. Was haben wir hier? Gorgeous, ja. Finde ich auch. So, wen haben wir denn da? Die Hexe wieder. Eine Hexe. Und hier ist ja in einer Ecke. Könnt ihr mir vorstellen, dass da noch jemand ist? Ich mache erstmal auf. Oh je, war dumm. Aber in der Zeit kann es uns nicht treffen, richtig? Also mit Gesang hätte ich hier nicht gerechnet jetzt. Ah! Die will uns erstmal verpelzen hier und die andere singt uns was vor. Und haut uns mit ihrem Buch. Aua. Oh nee. Alte Hexe, du. Ist das hinterlassen? War eine Nachricht hier. Listen carefully and then visions of Crackmeyer. Mhm. Ah. Was ist denn mit ihm passiert? Böse. Sind von einem Wald umgeben. Wunderschön. Na, ah, wer ist hier noch? Gar keiner. Keine weiteren Überraschungen. Humanity. Sehr schön. Das brauchen wir immer. Da haben wir wieder. Einige wurden aber schon ins Lager getan. Das heißt, wir haben doch ein paar mehr als fünf. Aber wir können scheinbar nur fünf gleichzeitig tragen. Ja, sonst könnte man sich ja beliebig hochheilen. Ne? Ach du Scheiße. Das Vieh kennen wir doch. Bloodborne? Oh nee, ich mag dich nicht. Mochte dich schon in Bloodborne nicht. Und sau stark das Vieh, ey. Wow. Das hat was hier. Haben sie jetzt sehr schön gestaltet, sehr schön umgestaltet. Und hier ist kein Riese. Eine andere Überraschung. Oh, diese Alienköpfe sind hier auch. Ach du Scheiße, aus Bloodborne. Alles aus Bloodborne. Krass. Wie cool ist das denn, Leute? Die ist richtig gruselig, diese Kathedrale jetzt. Also, wow. Gefällt mir sehr gut. Dann sofort Tough Enemy nochmal. Noch so ein Vieh? Weil der war ja relativ tough. Oh. Irgendwas Größeres. Uiuiui, der haut doch durch die Wände durch. Oh, Scheiße, ich hab nicht mal gesehen, was es war. Ach, so einer. Wow. Der ist geil gestaltet jetzt. Oh je. Da kann ich wechseln. Oh je, das war dumm. Ich hab doch schon gesehen, was das ist. Oh, Scheiße. Ah, Mist.
Ich stand da so, irgendwo hing ich fest und ja. Ne? Ah, herrlich. Jetzt wieder durchrennen bis dahin, ey. Vielleicht geht ja inzwischen die Tür auf. Nein, naja, natürlich nicht. Weiß ich nicht. Ist das jetzt hier eine. Ah, genau. Da war doch unser Freund drin, ne? Wie hieß der hier in der Siegmeier, Siegwart? Ich weiß nicht. Ich glaube, Siegmeier hieß hier in Dark Souls 3, ne? Weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, wir können ein bisschen abkürzen jetzt. Hilfe, schneller hoch. Wow. Ja, der war schon tough, aber jetzt nicht so. Also, das ging eigentlich. Oh Gott, der andere taucht bestimmt auch wieder auf, ne? Und die sind alle wieder da. Das sind so viele. Da zu sterben war blöd. Ich meine, das ist immer blöd, aber ausgerechnet da zu sterben war noch blöder. An den Hunden komme ich kaum vorbei. Die sind so flink. Voll Gespenst. Ah, das hat mich diesmal getroffen irgendwie. Ah, eine bessere Reichweite auf jeden Fall. Oh nee, mit allen möchte ich es jetzt echt nicht aufnehmen. Die bringen auch alle so wenig, ne? Also. Okay. Ah, da dumm. Ich hänge irgendwie scheiße fest. Ah. Oh Gott. Durch Glück halt irgendwie das geschafft. Ja. Ich glaube, die Magier sollte ich trotzdem irgendwie erledigen, ne? Aber ich hau überall hin, nur nicht auf die Gegner. Wow. Ja, diesmal bin ich richtig gesprungen. Komm, lass es sein. Hier auch einfach vorbei. Ja, bleib in deinem Grab. Was? Was ist denn hier eine Nachricht? Ach so. Wegen dem tollen Ausblick. Gut, mit der kann ich es hier ruhig aufnehmen. Oh, Titanitscherbe. Jetzt müsste ich 5 haben, ne? Oder habe ich schon mehr? Mal so nebenbei aufgenommen. Ne, es sind nur 5. Leider. Leider, leider. Oh, der ist schlimm, ey. Aua. Ach, der kann sich. Ach so, ja. Stimmt, ja. Ey, das setzt so ein bisschen die Kenntnis diverser Bloodborne-Spiele voraus. Ja, Bloodborne sag ich schon, Souls Games. Damit man weiß, was die Gegner so für Tricks auf Lager haben, ne? Heide, ne. Der ist echt schlimm. So, und der nächste ist aber noch schlimmer, leider. Und ich habe noch keinen Trank zurückbekommen. Oh, das kann er auch noch. Ah, der zieht, der hat Gravitationsmagie oder sowas. Oh, weg, einfach nur weg. Okay, er haut noch einmal zu. Ach, der macht den. Oh, nee. Ist nicht wahr, oder? Von Elmer von den Dornen, oder wie der hieß hier. Aus. Elden Ring, ja. Elden Ring ist immer wieder. Okay. Die Fähigkeit hat er. Alles klar.
Oh Mann, ist das hart. Das ist knüppelhart hier. Na, der ist wirklich tough, der Gegner. Ich geb's ja zu. Da hinzukommen ist schon tough, ey, aber der an sich ist ja noch tougher. Wow. Also, es ist auch nicht ohne hier. Es war leicht. Na, wie es knapp so leichter ist. Ich bin mir noch nie so sicher. Ich müsste jetzt noch eine Titanitscheibe finden, ey. Oder wenigstens mal bekommen durch die Gegner. Dass das Schwert wenigstens ein bisschen mehr Dampf hat. Weil die. Das ist schon ganz gut hier. Das kann man hier schon echt gebrauchen. Gerade gegen diese Hunde. Also da gegen die Stichwaffen, die stinken da so ein bisschen ab. Die machen sich nicht gut gegen die Hunde. Ja, komm, haben wir den auch noch schnell. Boah. So, denn den nächsten Jungen hier. Oh, hat doch Invincibility Frames hier. Wieso trifft mich das dauernd? Mal trifft's mal nicht, ne? Ah, ist noch ein bisschen unausgegoren hier alles. Kann man alles auf die Mod schieben. Nein, die ist wirklich super hier. Kann man echt nichts sagen. Er ist wirklich top. Großartigst. Ich versuche erstmal irgendwie durchzukommen. Ich lasse sie alle links liegen. Einfach. Gut, da ist das nächste Gespenst, ne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie schaffe ich es nicht mehr, da auszuweichen. Das ist echt komisch. Ja. Somit ist mir wieder ein Heiltrank abhandengekommen. Aber gegen den will ich nicht nochmal kämpfen, ey. Mir reichen hier die anderen Gegner, die ich kämpfen muss. Hier so ein bisschen. Bloodborne-esque sind hier. Und eldenringig. Ah. Nein, ich konnte es unterbrechen. Ah, ich krieg das nicht hin mit dem Backstep hier. Komm, lieber hochheilen. Das ist alles egal. Und hat so eine Scherbe? Nee. Ich glaube, hier gab es auch nur ein Feuerchen, kann das sein? Ah, was sollst du machen? Wenn du ausweichst, dann zieht er einen durch diese komische Gravitationsmagie heran. Und so. Ja, jetzt komm. Wird's einfach mal eine Glut. Was soll der Geiz? Kriegen schon wieder welche und man kann die zur Not auch zusammen farmen. Also ich gehe mal farmen, wenn ich möchte. Okay. Alter! Was kann der denn noch für Tricks, ey? Oh. Oh. Ja. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, aber. Folgt er mir jetzt? Ja. Der ist schon tough, ja. Wo komme ich denn hier lang? Oh nein, ich möchte nicht. Oh, warum bin ich einfach weitergelaufen? Verdammt, lass ihn einfach links liegen. Wir können uns den immer noch vornehmen, wenn wir denn wieder am Leuchtfeuer sind. Ey, das ist ja ätzend, dass ich den Weg endlich freigeschaltet habe. Gut. Kathedrale des Abgrunds, die 10. Oh, ich will nicht mehr. Ich komme ja immer besser durch, ja, keine Frage. Oh, die lässt sich hier die Gegner, ey. Boah, aber geil. Cool gemacht, ey, wirklich. Ich ziehe mal wieder meinen imaginären Hut hier. Vor den Entwicklern. Dieser geilen Mod. Top. Echt eine Bereicherung, ne? Perfekte Vorbereitung, denke ich mal, auf den Elden Ring DLC, ne? Der wird natürlich auch erscheinen auf meinem Kanal. Ganz klar. Ich habe ja Elden Ring gespielt bis zum Get-No. Und alle Errungenschaften auch bekommen. Ne? Also werde ich natürlich da den DLC nicht außen vor lassen, ne? Ganz klar. Und werde auch wahrscheinlich einen 100% Run machen, definitiv. Also wenn er mir gefällt,
Er kann natürlich auch ein Fail sein, ne? Glaube ich zwar nicht. Solange da Miyazaki mit an Bord ist. Gut, die anderen Leute haben auch was auf dem Kasten, sagt er selber. Er ist da nicht der Einzige, der für die Güte der Spiele verantwortlich ist, ne? Aber irgendwo ist er doch ein Garant, ne? Finde ich. Ich meine, Dark Souls 2 ist genial, aber es kommt halt nicht an Bloodborne und diese ganzen Miyazaki-Spiele heran. Muss man echt mal sagen. Au. Ihr seid nicht nett, Leute. Ihr seid echt nicht nett. Jetzt versuche ich mal mit mehr Tricks durchzukommen hier irgendwie. Ja, eigentlich müsste ich doch auch Lebensenergie zurückkriegen, ne? Wenn ich die Gegner besiege. Wenn ich sie besiege, ist das ja. Nee, wenn ich sie auch treffe, ne? So war das doch. Wollte gerade sagen, warum kann ich die nicht anvisieren? Die nette Dame. Ah, das war Blutung, glaube ich. Die hat dann doch mal gebrockt oder so. Jo, das hat jetzt ein bisschen Lebensenergie zurückgebracht. Aber was soll ich mit dem machen? Achso, ja, wie war das? Ich habe da noch ein bisschen Feuer. Aber ich kann ihn noch nicht anvisieren. Jetzt. Ist er dann empfindlich? Oh ja, oh ja. Ich würde so weit gehen, sogar zu sagen, dass er eine Feuerallergie hat. Oh, das war jetzt nicht schlecht. Aber an den Riesen muss ich jetzt vorbeirennen. Sonst geht das nicht gut, sonst kriegt meine Seelen nicht wieder. Also Riesen, ja. Die gab es ja schon in Dark Souls 3, nur nicht in dieser Ausprägung. Wow, ey. Gut, wir haben es zurückbekommen. Aber jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich hier irgendwie durchkomme. Ach, die Alienköpfe, ja. Die waren eigentlich kein Problem. Sehen halt auch ein bisschen anders aus, ne? Aber mehr wie Zwiebelköpfe. Jetzt hätten sie riesige Maden auf dem Kopf. Ah, der hat doch was gedroppt hier. Aha. Weiß noch nicht, was ich damit anfangen kann, aber vielleicht kann man das auch wieder... Ah! Gott, was ist das? Oh nee, das sind doch diese Verrückten, oder? Oh, hat auch eine Feuerallergie. Bisschen zumindest. Auch aus Bloodborne. Oh. Und halt eine Reichweite ohne Ende. Und tschüss. Alter Schwede. Ist das krass. Ich möchte erstmal weiterkommen irgendwie. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Oh, ein Ring. Aber der ist für... Wie war der? Der war, glaube ich, für kritische Attacken ganz gut, ne? Boosted Text, wenn HP ist full, ne? Das ist selten bei mir der Fall. Also, habe ich, glaube ich, nie genutzt, diesen Ring. Ah. Noch ein Fluchstellen. Antifluch. Damit kann ich, glaube ich, den Fluch, mich von dem Fluch erlösen, ne? Läuterungsstein, ne? So heißen die ja. Ja, macht ja auch Sinn. Antifluch. Ja, macht auch Sinn, aber Läuterungsstein passt. Hört sich besser an, sag mal so, ne? Ist kürzer und ja. Hat denselben Sinn. Oh Gott, ey, ich will irgendwie. Oh Scheiße, die sind ja auch hier. Massenhaft. Also das Vieh ist ja hier auch aufgetreten, ne? Oh, das war eine kritische Attacke. Geil. Ah. Ja, genau, jetzt tritt er. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Uff. Sehr schön. Da sind aber noch mehr von der Sorte. Das waren nicht alles hier. Oh Gott, was ist denn hier unterhalb eigentlich? Ich will es gar nicht wissen. Oh, ich bräuchte hier eine Lampe. Ach, ich habe ja eine Lampe, wa? Irgendwas schmatzt und läuft.
Ah, hier ist eine Leiter. Da ging es zum Turm und da war damals eine Hexe drauf auf dem Turm. Scheiße, Leute. Ich sage, die machen eine Menge Schaden. Aber wenn man sie von der Seite attackiert, dann geht's eigentlich. Was ist denn das? Ein Talisman? Achso, die kann man nur nutzen. Wie waren das? Für Wunder und so, ja? Da unten sind noch mehr von der Sorte. Sehr schön. Oh, Leute, ey. Bevor ich mich da hochbegebe, möchte ich erstmal eine Abkürzung hier irgendwie freischalten. Das ist mir nichts hier, das ist mir zu unheimlich. Murky Moose, ja. Aha. Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Ah, das ist alles da unten. Naja, gut. Wie war denn das in Dark Souls 3? Oh Gott, ist ja schon wieder so spät. Oh nee, der ist wieder da. Haha. Backstab. Das war super, eine schöne Rüstung habe ich bekommen. Yay, Leute. Ich würde mal sagen, mit dieser Errungenschaft mache ich dann erstmal Schluss an der Stelle. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like gen Norden da. Das wäre wunderbar und ein Abo, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Also denn, bis dann.